It's a kind of magic. Hey! For the longest time, I wouldn't talk about it. Es gibt eine schöne Geschichte. Keine Ahnung, wie das weitergehen wird. It goes like this. Pop Secret. Hey! Das Radio 1 Pop Quiz. Es war eine schwüle Sommernacht 1968. Ich döste in meinem Apartment herum, trank Bier und schaute mir die Fernsehberichte über den Anschlag auf Bobby Kennedy und den Vietnamkrieg an. An Schlaf war nicht zu denken. Wer konnte in so einer Welt ruhig schlafen? Irgendwann im Morgengrauen bin ich doch eingenickt. Und als ich später erwachte, lief ich aus dem Haus und öffnete den Briefkasten. Es war Post von der Army. Meine Entlassung aus der Nationalgarde. Mit einem Mal fiel alles von mir ab. Ich rannte über die Wiese vor dem Haus, machte Handstand, schlug ein Rad und sprang auf dem Rasen herum. Ich war frei! Als ich mich ausgetobt hatte, ging ich hinein und klimperte auf meiner Gitarre herum. Ich spielte einige Akkordfolgen, mit denen ich schon seit Monaten herumexperimentiert hatte. Jetzt plötzlich passten die Töne perfekt zusammen. Ein Gitarrenriff, das genauso klang wie das Schaufelrad eines Dampfers. Und mit dem Riff hatte ich auch den Text im Kopf. Ich mixte einfach zwei Ideen, die ich in meinem Notizbuch aufgeschrieben hatte. Die Geschichte einer Wäscherin und ein Song über ein Mississippi-Schiff. Als ich fertig war, dachte ich nur, John Fogerty, du hast eben den Song deines Lebens geschrieben. Meine Kollegen von Creedence Clearwater Revival waren derselben Meinung. Wir veröffentlichten das Stück im Januar 1969 auf unserem Album Bayou Country. Born on a Bayou. Die Single erreichte Platz 2 der Billboard-Charts und Bob Dylan sagte, es sei der beste Song des Jahres. That's it. Pop Secret. Tag für Tag.